Ja, kann man abspeichern. Plong. Wieder die Ohren abgefetzt. Agent rekrutiert. Besser als Friderikus Rex. Fraktion vernichtet. Schweizerische Eidgenossenschaft. Haben sie es doch. Österreicher. Magistrat wurde errichtet. Einheit rekrutiert. Musketier. Und Gefolgsmann Dilettant. Ich weiß von allem ein bisschen. So, 3000. Wo wollen wir die denn investieren? Ich suche mal ein paar. Können wir das hier machen? Ne, da fährt uns die Dampfmaschine. Müssten wir. Ich glaube, ich werde mal Dampfmaschine. Oder? Dampfmaschine? Nicht Dampfmaschine? Ach nee, kann ich noch nicht. Ah. Was soll ich denn erforschen jetzt? Dennis. Ja, ich überlege gerade. Mal forschen. Was dauert denn bei dir 3 Runden? Armutsgesetz, Trockenlegung und Konservierung. Und verbesserte Kupferbeschläge und Rautenformation. Nee, also verbesserte Kupferbeschläge mache ich gerade. Ich mache ich gerade schon. Apropos. Kannst du ja mal schnell rüber machen. Wir wollten ja jetzt gerade Austausch machen von Technologien. Ja, soll ich Rautenformation? Mach was du, also was du willst. Also, okay. Schlaf ran. Am besten alles. Okay. So, jetzt muss ich erst mal gucken, was ich hab, was du hast. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, was ich hier noch ausbauen kann. Ah, eine Windmühle, ich hab's doch gewusst. Und hier ist noch ein Edelmann, der gar nichts kann. Und der geht erstmal nach Magdeburg zum Studieren. Soll er. So, die schicken wir nach Stettin-Pommern und die schicken wir auch nach Stettin-Pommern. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir haben 500 übrig. Bevor du jetzt aber dann wieder Runde starten machst, ja, vergiss nicht, den Krieg an Mecklenburg und Schweden zu erklären. Okay. Ah, Mist. Also in Danzig, Westpreußen kann ich einfach nur mit Armee die Bevölkerung unterdrücken. Ja, musste. Weil die haben ja nicht mal eine Möglichkeit, irgendwie Theater zu bauen oder so. Musst halt Truppen erstellen. Geht nicht anders. Ja. Mache ich auch hier die ganze Zeit. Ich baue ja Truppen ohne Ende. Aber. Und ich nehme inzwischen nur noch 3000 ein pro Runde. Ja. Also meine 1, 2, 3. Also meine Politik sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist nur jetzt Herzogtum Kleve, Westpreußen und Ostpreußen. Na ja gut, 50-50 ausgeglichen. Nochmal durch, so kann ich nichts mehr erweitern. Ich kann. Also ab nächste Runde kann ich dann. Ich glaube, ich spare mal auf einen neuen Hafen zu. 3600. Für Landhäfen? Also Handelshäfen? Mhm. Okay. Also kommerzielle Häfen sind es dann. Mhm. Hast du Krieg erklärt? Mist. Kacke. Ich sag's dir noch extra. Na, dann mach danach, ist dann ja weiter schlimm. Haben sie noch mal einen Monat Glück gehabt? Hm. Einen halben Monat. Ja?
Stimmt, ist immer Anfang, Mitte, Ende, oder? Oder nur Anfang und Ende? Ende und Anfang. Ende und Anfang, okay. Naja, Anfang August. Zum Winter hin. Also ich denke mal, vorm Wintereinbruch werden wir sie plattwalzen und dann können wir erstmal Winter schön alles wieder aufbauen und dann im Frühling ist alles wieder vergessen. So, Handelsabkommen beenden. Krieg erklären. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich gehe jetzt rüber und greif die an? Kannst du mich dann unterstützen? Nee, ich kann, jetzt? Was? Also wenn ich jetzt Schweden angreifen würde, könnte ich dann trotzdem von dir Unterstützung bekommen? Klar. Okay. Also ich erkläre jetzt den Krieg. Dann müsstest du, glaube ich, gleich eine Nachricht kriegen, ob du mich gegen Mecklenburg unterstützt. Weil ich kann ja hier eigene Verbündete, kann ich ja bitten oder nicht. Ja. So. Ja. Angreifer Russland, Verbündete Österreich, Königreich Sizilien, Nepal, Preußen, Schweden und Großbritannien. Dem Krieg auf der Seite der Verbündeten beitreten. Ja, und damit ist dann Mecklenburg so, rot Krieg umkreist. Gegen Mecklenburg. So, und jetzt Schweden. Aber ich bin mit denen noch verbündet, mit Schweden. Ansonsten wollen wir erstmal Mecklenburg platt machen? Ja, doch, machen wir erstmal Mecklenburg platt. Gut. Ich warte dann mal eben, bis du soweit bist, ja? Jupp. Also, dass du dann erst angreifst und ich komme dann. Ach. Weil du bist der Erste in der Reihe. Gut. Krieg ich nur 2000 pro Runde. Okay. Also ich krieg jetzt 3050, also bei mir wurden es auch jetzt schon weniger. Frankreich boxiert ihre. Boah. Ja, Flotten. Frankreich blockiert den Hafen von Großbritannien? Ich glaube, ein Sachse kommt jetzt an meine Hochschule. Jetzt klopfen sich die Schweden und die Mecklenburger. Na, sollen sie mal. Ist der mit seiner ganzen. Ist der mit seiner ganzen Dingens raus? Na, jetzt ist er wieder rein, okay. Ja. Aber jetzt ist er ja geschwächt. Ja. So. Boah. Agent rekrutiert. Ja, stell mal deine Armee daneben. Stell mal deine Armee so nah wie möglich an den Manuel Bengel da. An den Bengel. An den Bengel. General Bengel. Guck mal, der Bengel da. Na, das kommt rüber hier. Also nicht angreifen. Nee, noch ein Stückchen näher ran. Hier wird schon gerade angezeigt. Feindliche Streitkräfte. Boah, was hat denn der alles bei? Nee, warte mal, das ist Friedemann von... Kann ich dich unterstützen? Hast du mich als Unterstützung an mir dabei? Nee. Dann zieh dich zurück. Das bringt nichts. Du hast nicht genügend Truppen dafür. Na toll, jetzt rennt der sonst wohin. Ja, da kannst du nicht, du kannst nicht mehr bewegen, oder? Nee. Kannst du ihn noch bewegen? Nee. Nee? Gut, okay, müssen wir nächste Runde abwarten. Ich bin ja dran. Ich glaube, dann baue ich hier erstmal in... Ach nee, wollte ich nicht was anderes machen?
gehe nochmal schnell alles durch. Hier ist das Theater nächste Runde gebaut. Das heißt, hier ist dann alles wieder im grünen Bereich. Hier fehlt mir die Dingens. Hier sind noch drei. Das brauche ich alles nicht. Nee. Ah, hier ist noch ein Bauernhof. Den baue ich erstmal aus. So, zack. Ich baue nochmal ein paar Milizen hier. Ah, okay, hat nur für eine gereicht. Diplomatie muss ich ja nichts mehr ändern, wa? Nicht wirklich. Boah, Technologien nicht vergessen. Hm? Hast du noch was an Technologien, was du mir geben kannst? Jupp. Dann reich rüber. Hopp, sofort. Ich muss gerade mal meinen Agenten schneller machen. Und oh, jetzt habe ich noch einen Agenten. Jetzt habe ich 4 Agenten. Hallo? Jetzt. So. Diplomatie. Russland. Verhandlung eröffnen. Na komm. Technologien. Ach stimmt ja, ich habe ja durch Dingens noch was dazu bekommen. Jetzt kriegst du gleich zwei Sachen von mir. Ja. So. Yay. Okay. Ups, jetzt bin ich größer als du beim Prestige. Warte mal, wo sieht man das? Auf Ziele und dann auf Prestige. Ja, wie das? Durch das Militär, war? Nee, dass du mir gerade noch was gegeben hast, deswegen. Boah. Ach nee, ich habe gerade aus Versehen auf Frankreich geguckt, aber du bist daneben. Aber du liegst ganz schön gleich auf. Aber du hast bessere Aufklärung. Und bessere Wirtschaft. Und bessere See? Okay. Aber Militär bist du nicht so gut wie Frankreich. Ey, ich bin keine Seemacht, aber ich habe bessere Seetechnologien erforscht als die alle. Logisch. So, zwei Runden, da sind Kupferbeschläge erforscht. Ich guck grad mal. Ich erforsche gerade gar nichts. Wartest du? Mach ich mal Armutsgesetz. Ich guck mal, was das macht. Plus 1 Repression in allen Provinzen. Das ist gut. Und ermöglicht den Bau von Fabrik. Das ist doch gut. Jo. Dann muss ich das jetzt aber mal unterbrechen. Das ist nämlich Viertel. Okay. Ich habe auch alles bewegt, was ich bewegen konnte. Und dann sagen wir doch einfach mal, das war's für dieses Mal mit Let's Play Together Napoleon Total War in der Kampagnenrunde. Jo. Ja. Mit mir, Stelle und Corporal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.